Ja, das war also der Apple Event. iPhone 16, iPhone 16 Pro, ganz viele AirPods, da habe ich den Überblick nicht mehr ganz, welche es genau sind, weil es irgendwie zwei Varianten der Vierer gibt und die Apple Watch 10 und die alte Apple Watch 2 haben wir gesehen. Und ihr hört es dem Krach an, ich bin hier im Apple Park und ich dachte mir, komm, wir spazieren hier ein bisschen rum und diskutieren über die Neuerungen, die wir gesehen haben und schauen mal, wo man noch hingehen darf. Ich zeige euch noch ganz schnell das Auditorium, wo das alles stattgefunden hat. Das ist hier hinten im Gang. Hier ist es auch ein bisschen leiser, ehrlich gesagt. Das ist viel angenehmer. Schaut mal hier nach unten. Ja, hier habe ich vorhin gesessen und meinen Live-Ticker für den Tagesanzeiger geschrieben. Aber ich würde sagen, jetzt wagen wir uns da doch noch mitten ins Gedränge und wir schauen mal, wie gut die Voice Isolation ist und wie gut wir das hinkriegen. Also falls ihr mich gleich nicht mehr so gut hört, ich gehe danach wieder an eine ruhigere Stelle. Aber wir wagen uns mal ins Gedränge. Schaut mal, so schaut das hier aus. Ja, da wimmelt es nur so von Leuten. Ich gehe jetzt schon seit über 10 Jahren an solche Apple-Events, aber dieses Mal ist das Gedränge gefühlt noch mehr, als es sonst ist. Also wir schauen mal, wir wagen uns da einfach mitten rein und wir können ja als erstes mal über die Apple Watch sprechen. Da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Die Uhr ist dünner geworden. Das ist einer meiner ersten Kritikpunkte an der Apple Watch gewesen. Damals, als sie ja vor exakt 10 Jahren vorgestellt wurde, ich fand sie ein bisschen zu dick. Ist jetzt aber nicht so, dass sie merklich dünner ist. Ich habe mir sie schon mal kurz angeschaut. Ja, ich habe mir sie zusammen mit den Hermes-Armbändern angeschaut und ausprobiert. Es ist immer noch dasselbe Design. Tim Cook hat ja gesagt, jetzt kommt die Apple Watch in einem rundum neuen Design. Das war es natürlich nicht. Es ist ein optimiertes Design, ist halt auch ein ikonisches Design, das habe ich ja schon erklärt. Solche Designs ändert man nicht einfach so aus einer Laune raus. Nein, solche Designs ändert man vorzugsweise gar nie. Oder halt dann, wenn man was wirklich Neues macht. Oder kommt gleich Phil Schiller angelaufen. Aber ich habe ihn jetzt nicht gestört. Wir wollen hier lieber noch ein bisschen weiter diskutieren. Nein, das Design ist dasselbe geblieben. Es ist halt weiterhin dieses ikonische Design, was man kennt von der Apple Watch, aber halt ein bisschen dünner. Was auffällig ist für mich, ist, dass die Rückseite jetzt wieder aus Metall ist. Da bin ich gespannt, wie gut sie das hingekriegt haben, weil die erste Apple Watch hatte ja auch Metall als Rückseite und da haben sich manche Leute, ja, das hat sich verätzt, aber das werden sie jetzt sicher im Griff haben und das wird sicher nicht mehr ganz so problematisch sein. Ansonsten, die Farben sind natürlich sehr spannend. Ich finde es natürlich ausgesprochen bedauerlich, dass es keine Stahl-Apple Watch mehr gibt. Ja, die Stahl-Apple Watch war halt in der Uhrmacherei ein Klassiker. Stahluhren sind das A und O, das Brot und Butter. Oh, jetzt wird's hell. Aber, jetzt hat man es auch in der Kamera gesehen. Nein, Stahl ist natürlich wirklich die Farbe der Wahl für Uhrmacher. Und dass es die jetzt nicht mehr gibt, finde ich sehr, sehr schade. Das Titan ist aber auch sehr, sehr toll. Also da bin ich wirklich gespannt. Der neue Prozessor drin ist ja auch noch ein bisschen besser. Schlafapnoe-Detection, sowieso großartig. Aber dann kommen wir gleich zur großen, großen Enttäuschung, der Apple Watch Ultra. Ich habe immer gesagt, du kannst keine Ultra verkaufen, wenn sie nicht die allerbeste ist im Sortiment. Apple hat sich gesagt, ja, können wir sehr wohl, schaut mal. Und siehe da, sie haben jetzt eine Ultra, ja, die den Prozessor vom letzten Jahr sehr wahrscheinlich noch drin hat. Sie haben es ja so explizit nicht gesagt, aber es sieht sehr verdächtig danach aus. Da werde ich danach ganz genau noch hingucken müssen. Das neue dunkle Modell ist wirklich ein Hingucker. Es sieht halt sehr Batman, so SWAT-Team, Tactical sieht es aus. Das wird vielen Leuten gefallen. Mir gefällt es jetzt nicht so wahnsinnig. Das ist jetzt nichts, was ich mag. Ich trage nicht so gerne schwarze Uhren. Wie gesagt, ich bin halt ein Fan von Stahl, von glänzigem Stahl. Das gefällt mir immer sehr und bei der Ultra, da die schwarze. Aber sie ist sehr, sehr schön geworden für das, was sie ist. Also das muss man sagen. Aber das große Highlight bei der Ultra ist ja, endlich, endlich, endlich ein Mailänder Armband für die Ultra. Und ich habe es immer gesagt, das gibt diesen 70er Jahre Taucherlook. Und was hat Apple an der Keynote auch gesagt? Ja, sie hat vor allem für Taucheruhren gedacht. Und es gibt diesen Taucherlook. Also das hat mich wirklich sehr gefreut. Da musste ich ein bisschen schmunzeln. Aber ja, da muss man dann gucken. Ich gehe das natürlich dann alles in aller Ruhe testen und ausprobieren. Das ist jetzt hier mal, ihr seht ja, das Gedränge hinten ist immer noch horrend. Da muss man wirklich Geduld haben. Da kann man es einfach mal anschauen und ein bisschen einen Blick drauf erhaschen. Dann, was noch neu ist bei der Uhr, Hermes hat wieder neue Armbänder gemacht. Endlich eins für die Ultra, was mich natürlich sehr gefreut hat. Sie haben sogar ein eigenes Zifferblatt für die Ultra. Ich vermute mal, es wird also eine Hermes Ultra zu kaufen geben.
Ja, da habe ich mir natürlich sehr viel Zeit genommen, die Hermes-Bänder anzugucken. Oh, was ich noch nie erwähnt habe, was mir jetzt gerade wieder einfällt. Ja, ihr seht das alles ungeskriptet und ich latsche einfach ein bisschen rum. Das Mailänder-Armband für die Ultra hat natürlich, wie ich sie auch gesagt habe, das muss eine bessere Schließe haben. Das kann nicht einfach nur den Magnet haben. Und es hat jetzt auch diese lustige Schließe. Ich hatte anfangs ein bisschen Mühe, es auf und zu machen. Ich konnte es nicht mal filmen, weil ich in der einen Hand die Kamera hatte und in der anderen Hand das Armband. Darum konnte ich nicht filmen, wie ich es auf und zu klappe. Aber mit der Zeit kriegt man das schon raus. Aber es ist am Anfang ein bisschen fiddly, würde man auf Englisch sagen. Wie nennt man das? Man muss wissen, wie es geht. Das ist jetzt nichts, was man blind sofort kann. Nein, man muss wirklich ein bisschen Übung haben, um das gut hinzukriegen. So, ich glaube, jetzt haben wir aber die Uhr ziemlich durch. Oder habe ich noch etwas unterschlagen? Ja, dass die anderen jetzt aus Titan sind, eben, das macht die Uhr halt ein bisschen leicht, aber ich hätte mir halt Stahl wieder gewünscht. Und dass keine Keramik dabei ist, fand ich auch ein bisschen schade. Ja, jetzt aber wirklich genug von der Uhr. Wir wagen uns nochmal ein bisschen ins Gedränge und reden über die Kopfhörer. Ich kann ja mal schauen, ob ich es bis zu den Kopfhörern schaffe, bis zu den AirPods Max. Am Anfang hatten wir die AirPods 4, die Einsteiger-AirPods, die nicht AirPods SE heißen, was ja eigentlich auch Sinn macht und ein bisschen einfacher und verständlicher ist. Aber danach wurde es ja dann doch wieder kompliziert. Oder da hinten können wir gar nicht. Da hinten ist, ich glaube, da hinten geistert Tim Cook rum und Marcus ist auch da. Oh, da sind überall die Promis. Ich bin da in die Promi-Foto-Op reingelaufen. Da hinten ist noch Alan Dye, der Chefdesigner für die Uhr. Dem muss ich vielleicht nachher auch mal noch Hallo sagen gehen. Aber ich tue da wieder ein bisschen, das ganze Design-Team von Apple ist da gleich. Aber wir müssen jetzt da nicht People-Spotting machen, wir reden lieber weiter über die Kopfhörer. Nein, da ist es ein bisschen erstaunlich, dass die Vierer vorgestellt haben und dann noch eine Variante der Vierer, nämlich die mit Noise Cancelling. Ich finde das ein bisschen verwirrlich und da muss man dann gucken, wie das genau ausschaut, welche man wann und wo und wie auseinanderhalten will. Ah! How are you? Hey, hello! Hello, everyone! Ja, ihr seht, ihr habt immer ganz, ganz viele bekannte Gesichter, die man auch wieder trifft und mit denen man plaudern kann. Aber jetzt bin ich ja mit euch am Plaudern. Nein, das mit den AirPods 4, dass sie da zwei Varianten haben, finde ich ein bisschen verwirrlich. Ihr habt übrigens bemerkt, ich gehe jetzt mal die Treppe hoch, dann könnt ihr mal da von oben ein bisschen Blick auf das Ganze erhaschen. Ah, Chris rennt da schon vorbei. Ja, so schaut das von hier oben aus. Ein ziemliches Gedränge. Und dann kamen natürlich die AirPods Max, auf die habe ich mich sehr gefreut, haben genau das, was man eigentlich wollte, nämlich USB-C. Was sie sonst noch haben, muss man da gucken, da sind sie sehr, sehr schnell durchgegangen. Das fand ich erstaunlich, wie schnell sie da durchgegangen sind durch die AirPods Max. Und dann kamen eben auch noch die AirPods Pro, weil ich habe ja gesagt, wenn die AirPods Max eigentlich einen neuen Prozessor kriegen, müssen die Pros den ja auch kriegen und tatsächlich haben sie den gekriegt. Also da habe ich sehr, sehr gut abgeschnitten in der Bingo-Karte, dafür keine iPads. Also ist nicht so, dass ich immer alles weiß. Ich bin da zwar ein schrecklicher Besserwisser, aber auch nicht einer, der immer alles besser weiß. Ah, hier hinten ist immer noch Phil Schiller am Plaudern. Gehen wir wieder ein bisschen runter, das habt ihr ja von oben ein bisschen gesehen. Nein, die AirPods muss man dann ausprobieren, schauen, was die wirklich ausmachen, wie viel besser sie wirklich sind. Und dann natürlich noch die Sache mit den iPhones. Ja, die iPhones kamen auch noch und da kann ich ja einfach vor allem über etwas sprechen, den Kameraknopf. Ja, endlich haben wir den Kameraknopf in den iPhones drin. Das wäre etwas, was ich mir ewig gewünscht habe, aber es hat halt einfach ewig gedauert. Oh, wir haben noch einen alten Bekannten hier des Kanals. How you doing? Das ist Ben, großartiger Analyst aus England. See you later. Er kommt jeweils in der BBC und erklärt die Sachen. Ihn kenne ich auch seit über 10 Jahren. Wir haben uns mal in Basel an der Baselworld, der Uhrenmesse, kennengelernt. Auch ganz, ganz spannender Typ hier. Nein, ist ja eigentlich großartig. Kann ich euch hier mal mitnehmen und ein bisschen zeigen, wie das hier ausschaut. Nein, bei den iPhones einfach Kameraknopf, wenn ihr mich fragt. Alles andere muss man dann mal gucken. Natürlich ist es voll mit Apple Intelligence Zeugs, aber leider nicht bei uns. Ich war so enttäuscht. Ja, Deutschland, nicht mal. Nicht mal für nächstes Jahr drauf. Und das finde ich richtig sad. Aber ihr seid drauf. Was, Schweiz war drauf? Ja? Nein, wir kriegen auch nichts. Wir kriegen es erst, wenn es ihr in Deutschland hattet. Ach stimmt, ihr kriegt ja Sachen teilweise noch später. Ja, stimmt. Ja. Ja, die Deutschen und die Schweizer schauen ein bisschen in die Röhre, was das Apple Intelligence Zeugs angeht. Aber da muss man einfach Geduld haben, abwarten und schauen, wie das so weitergeht. So, wo sind wir hier angekommen? Jetzt bin ich in der Nähe der iPhones gelandet. Wir können die auch mal noch live schnell
live ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber das sind die Stücke. Und das Beste daran ist ja, die Farben sind endlich wieder ein bisschen satter und nicht mehr ganz so alle Varianten von Weiß wie letztes Mal. So, bevor mir hier der Arm abfällt, oh, wir haben es doch noch geschafft. Wir haben es geschafft, wir sind bei den AirPods Max angekommen. Sind da hinten. Ja, das sind die Leute, die am Ausprobieren, angucken. Nein, bei den iPhones, Kameraknopf, Kameraknopf, Kameraknopf. Klar, die neuen Prozessoren sind besser, die Bildschirme sind größer. Dass das Max-Modell jetzt ein 6,9 Zoll Bildschirm hat, ist schon krass. Mein Nexus-Tablet damals hatte ein 7 Zoll Display, jetzt hat das das iPhone. Also das ist schon erstaunlich und ja, wirklich auffällig. Ah, da hinten ist wirklich Tim Cook, vielleicht kann ich euch den auch noch zeigen. Aber wir gehen ihn jetzt nicht stören, er ist auf der anderen Seite des Tisches. Ja, da hinten geistert Tim Cook rum, schaut sich die iPhones an, als hätte er sie noch nie gesehen und macht Selfies. Das ist immer, ja, der taucht auch jedes Mal auf. Nein, ich würde sagen, wir verabschieden uns mal hier vom unteren Gedränge und ich gehe mal noch in den oberen Stock des Steve Jobs Theater. Mal schauen, ob da noch irgendetwas ist, aber eigentlich haben wir alles gesehen. Wir haben die iPhones ein bisschen gesehen, wir haben die deutschen YouTube-Stars gesehen und ja, schauen wir mal noch, was im oberen Stock los ist. Da ist Phil Schiller eigentlich immer noch da. Steve Wozniak habe ich vorhin auch mal noch gesehen. Ja, Phil Schiller ist da oben am Plaudern an der Reling. Der macht das genau richtig. Da muss man wirklich nicht rein in dieses Gedränge. Aber es ist immer spannend. Hat schon viele Apple-Mitarbeiter, die neuen Produkte tragen. Das ist auch jeweils... ja, da sieht man es jeweils auch schon ein bisschen, wie es dann im Alltag ausschaut. Oh ja, merkt ihr, wie es gleich viel, viel ruhiger und angenehmer wird von hier oben? Wir können nachher nochmal einen Blick über die Reling werfen. Schaut mal nach unten. Meine Güte, was für ein Gedränge. Da haben wir es hier oben gleich ein bisschen ruhiger und gemütlicher. Übrigens, was auch noch aufgefallen ist, Fine Woven ist wohl wirklich verschwunden. Das ungeliebte, groß angekündigte Material vom letzten Jahr. Ich wüsste zu gern, was die Geschichte von diesem Fine Woven war und warum das verschwunden ist. Also warum es verschwunden ist, wissen wir schon, weil es nicht wahnsinnig beliebt war, aber ja, wie Apple zu dem Entschluss gekommen ist, das Ding rauszubringen und es dann auch gleich wieder verschwinden zu lassen, ist schon erstaunlich. Oh, jetzt wird es sehr, sehr hell. Müssen wir da eine Blende ein bisschen drehen. So, jetzt seht ihr nämlich auch noch Apple Park da hinten. Das ist der Apple-Hauptsitz. Und ich bin jetzt hier oben im Steve Jobs Theater. Puh. Langsam ein bisschen außer Atem. Ah, hier oben ist es gleich viel, viel ruhiger. Hinten sind die Schweizer oder der Schweizer Kollege, kleine Schweizer Delegation dieses Mal. Und hier sind überall die YouTuber ihre Videos am Aufzeichnen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Ja, mal schauen, ob sich das bewährt hat hier mit dem Rumgelatsche. Aber ich dachte, ich nehme euch mal mit und zeige euch, wie das in diesem Getümmel jeweils so ausschaut. Jetzt gehe ich mir die Sachen dann noch in Ruhe anschauen, schreibe noch ein paar Artikel. Falls ihr Fragen habt, immer ungeniert unten rein kommentieren. Ich lese das, beantworte das sehr, sehr gerne. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben, was ihr findet. Was für ein Krach! Daumen nach unten. Ja, da seht ihr mal, wie das hier ausschaut. Unbedingt Abo abschließen, dann verpasst ihr auch nicht alle weiteren Videos. Und dann sehen wir uns schon bald in den, ja, sicher zahlreichen Folgevideos von diesem Event hier.